Heute möchte ich euch eine Glashütte Spezimatic der 1960er Jahre mit dem Kaliber GUB 75 vorstellen. Und vorweg, ich bin weder ein Sammler noch ein Experte im Bereich von Glashütteruhren oder eben speziell auch Glashütte und werde vielleicht ein bisschen was. Ich habe noch eine zweite andere Glashütteuhr, vielleicht bei dem Video etwas mehr darüber sagen. Jetzt nur vorweg natürlich Glashütte als Uhrenstandort weltweit bekannt und auch mit sehr vielen verschiedenen Marken. Und aber konkret diese Uhr kommt aus der Zeit, in der diese Marken eben vereinigt wurden unter der VEB, Glashütter Uhrenbetriebe GUB, zwischen nach dem Krieg und dann der Wiedervereinigung. Und in der Zeit, unter der Zeit der DDR eben, wurden da wirklich millionenfach in Glashütte unter diesem Markennamen Uhren produziert. Zum Teil mit einer Exportquote von 50%, also auch durchaus erfolgreich Uhren produziert, und natürlich für die begehrten Devisen. Und diese Uhr, die Spezimatic, ist eine Serie, die Spezimatic heißt, wie auch unter dem schönen Schrift Glashütte auch zu sehen. Und diese Spezimatic war nicht nur eine Uhrenserie in Bezug auf Design, Ästhetik, sondern war auch eine Uhrenserie, die das zweite Automatikwerk der DDR, nämlich das GUB 74 bzw. 75, einmal mit oder einmal ohne Datum, beinhaltete. Und das wurde gebaut ca. 64 bis 78. Und die Frage ist, wieso im Automatikwerk DDR und vor allem das zweite erst, und das erste war glaube ich 1960 oder 61, wo doch eigentlich schon 40 Jahre zuvor Automatikwerke gebaut wurden. Das liegt immer daran, dass natürlich aufgrund der besonderen politischen Lage da nicht einfach man importieren konnte, sondern schlicht und einfach die Ingenieure, die Glashütte-Ingenieure, das selbst entwickeln mussten. Und so hat man dann eigentlich den netten Effekt eines Inhouse-Kalibers, Manufakturkalibers, aus quasi gezwungenen Gründen, das aber dann letztendlich dann doch auch eine gute Sache war. Denn dieses Kaliber mit 18.800 Halbschwingungen pro Stunde, 26 Steinen, ist eine gute Konstruktion. Also haben mir schon viele erzählt, robust, präzise, und zwar so präzise, dass sogar einige Uhren Chronometerniveau erfüllt hatten, also auch einreguliert werden konnten. Und auch bei mir läuft die Uhr gut. Und also wirklich absolut zufrieden mit dem Werk. Diese Uhr, die Spezimatic, gab es in Weiß, weil die meisten in der Art haben, im weißen Zifferblatt, Blau und Schwarz, relativ seltenes, und zwar relativ selten, auch mit diesem vergoldeten Messing. Der Gehäuseboden ist aus, andersrum genau, aus Edelstahl, der Gehäuseboden. Und aber eben das Gehäuse hier mit so einem vergoldeten Messing, natürlich ein Abrieb mittlerweile. Aber finde ich eigentlich ein ganz, ja, wie soll ich sagen, schön patinierter Zustand. Gefällt mir gut. Ja, auch so diese Ausmaß an Patina. Was mir gut gefällt, ist auch an einem Zifferblatt zum Beispiel, da hat man so eine schwarze, hier sieht man da, so eine ganz feine Struktur am Zifferblatt. Und Zeiger, sagen wir so, schlicht, aber mit diesem Gold, mit diesem dicken Gold irgendwie auch was Besonderes. Und wie schon sagte, diese Glashütte-Schriftart gefällt mir sehr gut auch. Und ist natürlich auch minimal vom Design her. Und diese Uhr erinnert mich natürlich durchaus auch an Max Bill, den Junghans Max Bill, die natürlich vorher war. Aber eben dieser ganz schlanke Rand, das eben aber richtig viel vom Durchmesser der Uhr auch wirklich Zifferblatt ist. Und natürlich das gewölbte Glas. Ist auch natürlich klassisch für die Zeit, aber eben auch durchaus Anlehnung, finde ich, an so einer Max Bell. Also einfach eine sehr schöne, schlichte Uhr, Dreizeigeruhr mit einem Datum aus der Zeit. Warum ich diese Uhr aber habe, ist lustigerweise das schwarze Zifferblatt. Denn ich habe einen sehr geschätzten Kollegen von mir, dem ich diese Uhr auch übergeben werde, der schon seit langem mal so eine schwarze Spezimatik sucht. Und ich habe gesucht, für ihn einfach so als Gag, die für ihn zu finden, und im Internet nichts gefunden oder wenig. Und habe dann lustigerweise in einem Café bei mir um die Ecke diese Uhr in der Auslage gesehen und dann gleich erworben. Und letztendlich ist das tatsächlich eine Uhr, wie gesagt, für einen Kollegen, die ich aber dann beim Tragen selber, bevor ich es immer begebe, irgendwie lieb gewonnen habe. Und das lieb gewonnen Bezug auf das Design ist für mich was ganz Interessantes. Ich ziehe sie mal an ganz schnell. So, und das sieht man nämlich schon, finde ich persönlich. Irgendwie ist die gut, irgendwie gefällt die mir. Und ist, finde ich,
für mich so, lustigerweise, jetzt habe ich doch einige Uhren, aber das erste Mal, dass ich so eine Uhr auch als ein modisches Accessoire begreife, dass ich also Uhr irgendwie auch gerade mit diesem schwarzen Zifferblatt auch dann plötzlich sage, ach, das könnte man noch zu dem und dem Teil tragen. Und deswegen, obwohl diese Uhr, wie gesagt, bei mir nicht bleiben wird, deswegen wollte ich sie noch kurz vorstellen, werde ich wahrscheinlich noch in der Zukunft nach einer anderen Uhr Ausschau halten, einer anderen Marke, vielleicht eine von den Marken, die mich dann noch mehr interessieren, aber eben eine Uhr mit einem schwarzen Ziffernblatt und einem Goldrand. Irgendwie finde ich, hat das was, rein so von der Ästhetik her. Die Glashütte-Spezimatik der 1960er Jahre mit dem Kaliber 75 in der Vorstellung heute.